Diese Suppen, die mit frischem Gemüse zubereitet werden, fördern die Fettverbrennung und sind deshalb insbesondere in verschiedenen Abnehmdiäten sehr beliebt, die es ermöglichen, schneller an Gewicht zu verlieren. Wenn du nur diese Suppen isst, könntest du damit in einer Woche zwischen 3 und 6 Kilo abnehmen. Doch wir empfehlen dir, diese Diät höchstens wenige Tage durchzuführen, um einen Nährstoffmangel zu verhindern. Die erste Suppe, die wir dir zur schnelleren Fettverbrennung nahelegen, enthält Gemüsesorten, die für ihre antioxidativen Eigenschaften und die sehr gesunden Wirkstoffe bekannt sind. Wir empfehlen dir, diese Suppe auch bei Grippe oder wenn du besonders viele gesunde Nährstoffe benötigst, zu essen. Zutaten: 6 geschälte Tomaten, 6 große Zwiebeln, 2 rote Paprika, 1 Selleriestange, 1 mittelgroßer Krautkopf, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zubereitung: Alle Gemüsesorten in kleine Stücke schneiden, in einen großen Topf geben, mit Wasser bedecken und 30 Minuten lang kochen. Abschließend mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Kleiner als 7.120.678 Besser-Unterstrich-Sizes-Unterstrich-Desktop-Unterstrich-Generic-Unterstrich-Box-Unterstrich-Middle-Unterstrich-App-Bindestrich-Größer-als-Google-Tag-CMD-Push-Function-Google-Tag-Define-Slot 7.120.678 Besser-Unterstrich-Sizes-Unterstrich-Desktop-Unterstrich-Generic-Unterstrich-App 336 280 300 250. DIVGPTAD15033917431-2-0. Setargeting, Red, False. Setargeting, Section, 5. Setargeting, URL. FETTVRBRENNUNG3-Suppen, die dir helfen können. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Mafield Type. Get MRFP. Set Clips Empty Div True. True. Ad Service Google Tag. Pubats Google Tag. Enable Services Google Tag. Display DIVGPTAD15033917431-2-0. Kleiner als 7.120.678 Besser-Unterstrich-Sizes-Unterstrich-Desktop-Unterstrich-Generic-Unterstrich-1-1-Bindestrich-Größer-als-Google-Tag. CMD. Push-Function-Google-Tag. Define Slot 7.120.678 Besser-Unterstrich-Sizes-Unterstrich-Desktop-Unterstrich-Generic-Unterstrich-1-1-1-1 DIVGPTAD15130946907-0 Setargeting, Red, False. Setargeting, Section, 5. Setargeting, URL. FETTVRBRENNUNG3-Suppen, die dir helfen können. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Mafield Type. Get MRFP. Set Clips Empty Div True. True. Ad Service Google Tag. Pubats Google Tag. Pubats. Clips Empty Divs Google Tag. Enabled Services Google Tag. Display DIVGPTAD15130946907-0. Hast du diesen Beitrag schon gelesen? Was du über deinen Stoffwechsel wissen solltest, um einfacher abzunehmen. 2. Fettverbrennende Suppe mit Kürbis, Blumenkohl und Kokosmilch. Die zweite Suppe zur schnelleren Fettverbrennung, die wir dir empfehlen, ist dank der dafür verwendeten Kokosmilch sehr cremig. Die für diese Suppe verwendeten Gemüsesorten sind reich an Wasser und Mineralstoffen.
Eine perfekte Wahl für alle, die mit dieser köstlichen Suppe ihrem Ziel abzunehmen etwas näher kommen möchten. CMD, Push Function Google Tech, Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich down. 300, 250, 336, 280. DIVGPTAD 1503391790647-0. Setargeting, Red, False. Setargeting, Section, 5. Setargeting, URL. FETTVRBRENNUNG3-Suppen, die dir helfen können. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Mafield Type. Get MRFP. Set Clips Empty Div True. True. Add Service Google Tag. Pubats Google Tag. Enable Services Google Tag. Display DIVGPTAD 1503391790647-0. Zubereitung: den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Den Blumenkohl auf ein Backblech geben und mit einem Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer und der Hälfte des Korianders würzen. Den Blumenkohl dann 30 bis 35 Minuten lang oder bis er goldgelb ist im Backrohr backen. In der Halbzeit umdrehen. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen. Die Schalotten, Karotten und den restlichen Koriander dazugeben. Alles 3 bis 5 Minuten oder bis das Gemüse weich ist, anbraten. Danach den Knoblauch dazugeben und eine weitere Minute lang anrösten. Jetzt gibst du die Kokosmilch dazu und bringst die Mischung zum Kochen. Danach die Hitze zurückschalten und alles 5 Minuten lang köcheln lassen. Das Kürbispüree, das Gemüsekonzentrat und eine Tasse Wasser dazugeben. Die Temperatur zurückschalten und nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. Sobald der Blumenkohl weich ist, kannst du jetzt die Suppe in Schüsseln verteilen und die einzelnen Blumenkohlröschen in die Mitte geben. Abschließend mit Koriander garnieren. Wir empfehlen auch diesen Artikel 8 Gründe, warum du Kürbiskerne essen solltest. 3. Suppe mit Karotten und Ingwer zur schnelleren Fettverbrennung. Die erste Suppe, die wir dir zur schnelleren Fettverbrennung nahelegen, enthält Gemüsesorten, die für ihre antioxidativen Eigenschaften und die sehr gesunden Wirkstoffe bekannt sind. Wir empfehlen dir, diese Suppe auch bei Grippe oder wenn du besonders viele gesunde Nährstoffe benötigst, zu essen. Hast du diesen Beitrag schon gelesen? Was du über deinen Stoffwechsel wissen solltest, um einfacher abzunehmen. Die zweite Suppe zur schnelleren Fettverbrennung, die wir dir empfehlen, ist dank der dafür verwendeten Kokosmilch sehr cremig. Die für diese Suppe verwendeten Gemüsesorten sind reich an Wasser und Mineralstoffen. Eine perfekte Wahl für alle, die mit dieser köstlichen Suppe ihrem Ziel abzunehmen etwas näher kommen möchten. Wir empfehlen auch diesen Artikel 8 Gründe, warum du Kürbiskerne essen solltest. Wir haben schon mehrfach über all die Vorzüge des Ingwers berichtet. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, diese scharfe Wurzel in der Küche zu verwenden. Das Rezept, das wir dir anschließend vorstellen, die sehr einfach und schnell herzustellen sind. Profitiere auch du davon, denn sie haben sehr viele Vorteile. Entdecke auch diesen Beitrag. Das passiert, wenn du jeden Tag einen Ingweraufguss auf nüchternen Magen trinkst.